In der orthopädischen Abteilung werden alle Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungsapparates behandelt. Therapeutische Schwerpunkte sind Anschlussheilbehandlungen nach endoprothetischem Gelenkersatz und Wirbelsäulenoperationen sowie stationäre Rehabilitationsmaßnahmen. Der effektiven Therapie geht immer eine sorgfältige Analyse des Beschwerdebildes und damit verbunden eine präzise Diagnosestellung voraus. Hierzu möchte ich beispielhaft drei Untersuchungsmethoden nennen, die in unserem Hause durchgeführt werden. Zum einen die Knochendichtemessung. Dies betrifft vor allem postmenopausale Frauen, die an einer Osteoporose leiden. Zum anderen die Ultraschalluntersuchung der Gelenke. Dies hilft uns vor allem zur Beurteilung der Frage, wie stark ist der Gelenkbefall und welche speziellen therapeutischen Maßnahmen können wir davon ableiten. Und zum dritten die traditionell chinesisch-medizinische Diagnostik. Hier sei vor allem die Akupunktur als Diagnosemittel und auch als Behandlungsinstrumentarium genannt. Alle Therapien werden durchgeführt von spezialisierten Ärzten und Therapeuten, die gerne auch individuell zu allgemeinen Fragen der Gesundheit, sei es zum Beispiel Sport oder Ernährung als Vorbeuge, beraten. Der Mensch bewegt sich nicht weniger, weil er alt wird. Er wird alt, weil er sich weniger bewegt. Sich bewegen zu können und jede Bewegung genießen zu können, ist für den orthopädischen Reha-Patienten das Ergebnis einer professionellen Betreuung durch ein fachübergreifendes Team von Ärzten und Therapeuten. Gesundheit ist kein Zufall. Wir kümmern uns darum.